Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist jetzt schon ungefähr eine Woche her, seit die German Comic Con Spring Edition in Dortmund stationiert war. Ich glaube, es ist Zeit, endlich darüber zu sprechen. Das war nämlich meine allererste Comic Convention überhaupt. Ich habe schon gehört, dass die Spring Edition ein bisschen kleiner ausfällt als die normalen Conventions und dass es im Vergleich zu Hotel Conventions deutlich anders sein soll. Ich habe ja mit weder der normalen Convention noch mit der Hotel Convention irgendwie Erfahrung gesammelt. Ich kenne nur Buchmessen und tatsächlich im Vergleich zu Buchmessen, also zu der Buchmesse in Leipzig und in Frankfurt, ist die Spring Edition von der German Comic Con in Dortmund deutlich, deutlich kleiner gewesen. Das waren, glaube ich, 2 oder 3 Hallen gewesen. Also ich glaube 2 Hallen für die Comic Con und eine Halle für die Weekend of Hell, die parallel gelaufen ist. Das waren so 2 Events, die parallel gelaufen sind und halt in Dortmund in der Westfalenhalle stattgefunden haben. Ja, was ist jetzt mein Fazit von dieser ersten Comic-Con? Ich fand es verblüffend, wie klein es ist. Es gab unglaublich viele Merchandise-Stände, die mich komplett gar nicht interessiert haben. Aber das liegt einfach daran, dass ich mit den meisten Fans nichts anfangen kann. Ich bin zum Beispiel kein Star Wars-Fan, weil ich habe die Filme noch nie gesehen und ich weiß, Leute werden mich steinigen dafür, aber für mich ist es irgendwie nichts. Es ist mega weird, weil ich eigentlich auch Science Fiction ganz gerne mag, aber ich gucke auch kein Star Trek. Und ja, ich weiß, Star Trek und Star Wars ist ein Unterschied. Es tut mir leid. Ja, aber ansonsten die ganzen Avengers, also Marvel, DC, League of Legends, keine Ahnung, was es da alles an Merchandise gab. War alles nicht so meins, weswegen mich die meisten Merchandise-Sachen tatsächlich gar nicht mal so interessiert haben. Ja, dadurch, dass die Westfalenhalle halt hauptsächlich aus Merchandise-Ständen bestand, gab es jetzt auch nicht so viel, was man irgendwie hätte sehen können. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich von so einer Convention erwartet habe im Vorfeld, weil ich bin zu dieser Convention hingefahren mit dem Blindflug. Ich treffe Jennifer Morrison. Und das war es dann für mich. Das war für mich die Comic-Con-Vorbereitung. Für alle, die es nicht wissen, wer Jennifer Morrison ist. Jennifer Morrison hat bei Once Upon a Time, einer meiner absoluten Lieblingsserien, also was ich von 2011 bis 2018 geschaut habe, da hat sie die Hauptrolle von Emma Swan gespielt. Und einige werden das auf Instagram und so verfolgt haben und in meinem Freundeskreis wissen das auch sehr, sehr viele, dass ich ein mega Emma Swan-Fan bin. Und dass Jennifer Morrison nach Deutschland kam, war mind blown. Ich habe mich mega drauf gefreut und es ist tatsächlich passiert. Wir haben sie getroffen und das Beste war, dass Emma Swan und Emma Swan sich getroffen haben. Also Lea von Liberiarium, Grüße gehen raus, hat sich als Emma Swan verkleidet und ist zu Jennifer Morrison zum Fotoshooting gegangen, hat sich quasi ein Foto mit Emma Swan gemacht. Das war sehr, sehr lustig. Die Situation in dieser Fotobox war mega weird. Passt nichts anderes. Wir könnten noch Bonkers sagen oder Mad oder so, aber fangen wir von vorne an. Ich hatte nämlich ein VIP-Ticket. Das sieht so aus, dieses Schmuckstück. Hinten dran waren noch 2 Gutscheine gewesen für ein Autogramm und ein Foto meiner Wahl. Ausgenommen waren Special Guests, die in diesem Fall Elizabeth Olsen und Charlie Sheen waren. Aber ich konnte die Gutscheine, wie ihr sehen könnt, einlösen und habe sie für Jennifer Morrison eingelöst. Ja, zu diesem tollen Bändchen gab es halt beziehungsweise zu diesem tollen Ausweis gab es noch dieses Schlüsselband dazu und man hat dieses Jumpband bekommen, ums Handgelenk, so rum, dass man quasi an beiden Tagen, an beiden Tagen dort passieren konnte. Man konnte jetzt habe ich es kaputt gemacht. Man konnte um 19 Uhr in die Early Bird Schlange gehen, das heißt, man konnte eine Stunde vor allen anderen irgendwie in diese Halle eintreten. Was super cool war, weil man nicht mit den ganzen anderen Leuten anstehen musste. Das Ticket selber weiß ich nicht mehr, wie viel es gekostet hat. Ich glaube, es waren um die 140 oder 170 Euro, ich weiß es nicht mehr. War auf jeden Fall günstiger, als wenn ich mir das Wochenendticket und die Foto- und Autogrammkarte extra gekauft hätte. Und ja, deswegen, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es war auch super entspannt, ich kam überall echt zeitig durch. Es hat sich preislich super gelohnt für mich, hat sich auch zeitlich gelohnt, weil es gab bei den Fotoboxen, gab es 2 verschiedene Schlangen. Also die waren somit mit so Tape aufgemalt und man hatte die normale Schlange für alle anderen und links daneben war meistens immer die VIP-Schlange. Da konnte man sich halt, wie gesagt, mit diesem VIP-Bändchen anstellen, außer man hatte noch Pressekarte, da durfte man sich nicht auch mit anstellen. Ja, und dann ging es auch schon in die Hallen rein. Also man hatte so als erste Halle, glaube ich, diese ganzen Autogramm
Boxen, die nicht wirklich Boxen waren, das waren so Tische, die aneinander gereiht waren. Im Hintergrund hatte man so die Plakate für die kommenden Conventions gesehen und jeder Star hatte dann so seinen eigenen Tisch. Und was ich super, super merkwürdig fand, war, dass die Leute da halt saßen und wie mir später die Jenny und Lea, mit denen ich umgelaufen bin, gesagt haben, die sitzen da den ganzen Tag. Und wie awkward muss das sein, wenn man da den ganzen Tag sitzt? Und es gibt ja unglaublich viele Phasen, wo man teilweise da sitzt und niemand ist da. Und das muss man sich mal vorstellen, dass man eigentlich so ein Hollywood-Star ist. Ich meine, klar, meistens sind es auch, also viele sind auch irgendwelche Z-Promis oder sowas, jetzt nicht abwertend klingen soll, aber einfach vom Bekanntheitsgrad sind die meistens irgendwo weiter niedriger angeordnet. Und dann hat man irgendwie mal so Mitleid gehabt, wenn man an diesen Ständen, und man, ja, waren ja 2 Tage lang da, und dann sind man an diesen Ständen vorbeigelaufen und hat einige Schauspieler gesehen, die dann irgendwie mal so da saßen und niemand war an deren Tisch. Und ich hatte da unglaublich viel Mitleid immer. Das tat mir echt super, super leid. Auf der anderen Seite hatte man dann so teilweise direkt den Tisch daneben. Leute sitzen wie Jennifer Morrison, die irgendwo die ganze Zeit die Leute anstanden. Aber die hätten dann zum Beispiel auch so bestimmte Zeiten ausgeschildert gehabt, dass sie dann, keine Ahnung, meistens eine Stunde oder so zum Signieren da waren. Gab halt, wie gesagt, auch andere Schauspieler, die den ganzen Tag da gesessen haben. Ich glaube, Jenny war das, die das treffenderweise gesagt hat, das ist wie in einem Zoo, man begafft sie eigentlich die ganze Zeit und läuft vorbei und so. Das fand ich ganz treffend und ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, wie es auf anderen Conventions ist, ob es generell so ist. Es war auf jeden Fall awkward. Ja, kommen wir zu den Fotoboxen. Ich habe ja schon gesagt, dass es so verschiedene, also dass es diese Boxen gab mit diesen Reihen für VIP und die normalen Besucher. Es waren, glaube ich, 4 Boxen da. 3 davon waren für die Comic-Con und eine war für die Weekend of Hell. Das waren so schwarze Wände, die aufgebaut waren. Die waren so wie so ein Quadrat halt aufgebaut und innen drin. Man konnte halt von außen nicht sehen, was drin passiert. Was ich prinzipiell schon mal ganz cool fand, es waren so Tische aufgebaut in so einem U drin. Wir durften da drin natürlich nicht filmen. Deswegen muss ich das versuchen, jetzt so zu erklären. Man kommt dann rein, man zeigt halt seinen Pass vor und sein Ticket und kann dann halt reingehen. Man wird dann normal abgescannt später und dann steht man da, man kann seine ganzen Sachen, seine Jacken, seine Taschen auf diesen Tisch packen und stellt sich dann in so eine Reihe an und meistens stehen so 3-4 Leute schon vor einem da und dann geht es irgendwie zack, 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 also da steht in der Mitte so ein Fotograf, du hast über dieses Licht, die Blitzschirme, dann geht immer so, der Star macht dann das Foto, zack, nächstes. Also zumindest war bei Jennifer Morrison war das so, weil sie jetzt nicht so unbedingt viel an specialigen Sachen machen wollte, wie lass uns mal zusammen im Such stehen oder so. Da ging es wirklich die ganze Zeit nur so, zack, zack, zack und immer der Nächste. Und sie hat eigentlich immer fast überall gleich ausgesehen. Ja, für mich war das jetzt nicht so sonderlich schlimm, weil ich wollte einfach nur das Foto mit Jennifer Morrison haben. Für andere, die jetzt zum Beispiel im Cosplay kamen und sich vorgestellt haben, vielleicht irgendeine besondere Pose im Emma Swan-Style zu machen oder so. Für die war es dann ein bisschen schwieriger. Sie hat auch keine Sachen gehalten und so. Was ich absolut verstehe, das ist, kann ja auch jeder machen, was er möchte. Ich war, wie gesagt, einige waren halt ein bisschen enttäuscht darüber, dass es einfach nur so ein Foto war. Und wo wir gerade davon sprechen, da ist es. Es ist auch, wie ihr sehen könnt, direkt signiert. Ich habe nach der Fotosession bin ich zu dem Autogrammstand von ihr gegangen und habe mir das Foto direkt signieren lassen. Das war wunderschön. Ich war so aufgeregt, dass ich kein Wort rausgebracht habe. Ich habe sowieso immer Probleme mit Smalltalk, gerade mit fremden Menschen. Wenn ich dann noch Englisch reden muss, kommt dann sowas raus wie Hi. Das war's dann. Und das war einfach so mega bescheuert. Also im Endeffekt, im Nachhinein bereue ich es irgendwie so ein bisschen, dass ich mit ihr nicht gesprochen habe, weil tatsächlich, jetzt weiß ich, wie das funktioniert bei diesen Autogrammstunden, dass man theoretisch auch noch die Möglichkeit hat, mit den Leuten da zu reden. Wusste ich aber in dem Moment nicht, weil ich dachte, okay, das wird einfach nur so wie bei den Fotos einfach zack, zack, fertig. Aber sie war dann so, hey, wie geht's dir? Und ich dann so, gut. Und dann dachte ich so, oh, ich sollte vielleicht fragen, wie es ihr auch geht. Wie geht's dir? Und sie so, ah, gut. Und dann haben wir jetzt angeschwiegen. Aber ich habe daraus gelernt und am nächsten Tag habe ich diesen Fehler nicht mehr begangen. Während Lea und Jenny nämlich bei der Fotobox waren für Elizabeth Olsen, stand ich noch am Panel und habe mir das Interview, das Q&A angeschaut von Nadja Hilke, die vielleicht einigen bekannt ist, die The 100 geguckt haben. In The 100 hat sie Luna gespielt, in The Walking Dead hat sie auch irgendwen gespielt, ich habe keine Ahnung wen, aber in The 100 hat sie den hier gespielt, nämlich Luna. Ich habe kein Foto mit ihr gemacht, weil die Fotoboxen und Fotosessions ja schon vorbei waren und tatsächlich auch dieses Autogramm ist sehr spontan entschieden. Also man hat tatsächlich auf dieser Comic-Con die Möglichkeit, auch spontan einfach Autogramme oder Fotos zu kaufen. Man kann am Stand selber kann man auch noch Selfies kaufen, die kosten 5 Euro weniger als die normalen Fotos, was tendenziell eine Möglichkeit ist, wenn man, so wie ich, die Fotobox-Sessions verpasst hat. Man kann dann natürlich aber nicht seine Fotos direkt signieren lassen. Das ist dann so ein großer Nachteil. Dafür, wie gesagt, freue ich mich, dass ich dieses schöne Autogramm bekommen habe. Wie gesagt, ich habe ja auch daraus gelernt, aus der Jennifer Morrison-Geschichte davor, dass
man an dem Stand sogar die Möglichkeit hat, mit den Leuten noch ein bisschen zu reden, denen Geschenke zu geben und sonst irgendwas. Also das ist eigentlich, wer vorhat, irgendwelche Geschenke zu geben oder so, das ist an diesem Autogrammtisch ist es tatsächlich möglich, Geschenke zu geben. Dafür müsst ihr nicht irgendwie zu einem Panel gehen oder so. Ist es sowieso mal ein bisschen schwieriger, irgendwelche Sachen zu geben, weil eigentlich macht man das nicht, habe ich auch gelernt. Geht einfach zu diesen Autogrammtischen, holt euch ein Autogramm und dann habt ihr auch die Möglichkeit, mit den Stars nochmal zu reden. Also das ist super, super entspannt. Da könnt ihr auch irgendwelche Geschenke noch abgeben. Also vor mir waren zum Beispiel bei der Nadja welche aus Dänemark, die dann so Tütchen noch gegeben haben und so. Und ich habe mich ja spontan entschieden, Autogramm zu holen, weil das Q&A-Panel, also man hat von jedem Star mal so ein Panel, was man sich anschauen kann. Und ich war ja währenddessen die anderen ihre Fotos haben machen lassen, weil ich bin dann Nadja Hilke. Und sie war so unglaublich sympathisch in diesem Panel, dass ich spontan entschieden habe, mir ein Autogramm zu holen. Und falls du das sehen solltest, Grüße gehen raus. Du bist echt ein super, super herzlicher Mensch. War eine super spontane Entscheidung. Und der Text, der jetzt hier drauf gelandet ist auf dem Autogramm, ist eigentlich dem geschuldet, dass die Nadja hatte dann so überlegt, das ist ein ungewöhnlicher Name. Und dann habe ich halt die Geschichte erzählt, wie es dazu kam, dass es eigentlich Mobbing-Name war und alles. Und daraus ist dann halt der Text hier entstanden. Vielleicht könnt ihr den sehen. Ja, und daraus ist halt dieser Text entstanden. Autogramm habe ich auch schon eingerahmt und es war eine spontane, glückliche Füge. Ja, und neben dieser ganzen Autogramm- und Fotosessions, die es irgendwie auf dieser Convention gibt, gibt es, wie ich ja schon erwähnt habe, diese Panels. Hätte ich nicht erwartet, dass das so human und so zivilisiert zugehen kann, weil ich das tatsächlich von Buchmessen kenne, wo Leute echt ausrasten. Und da denke ich mir auch immer so, wo habt ihr euren Kopf gelassen? Dass sie ja einfach alle ein bisschen zivilisierter sind, habe ich das Gefühl. Und ja, deswegen machen die Panels auch unglaublich viel Spaß. Du sitzt dann halt da, was ich nicht verstanden habe, warum die so einen langen Steg noch hatten, aber der war, glaube ich, später für den Cosplay-Wettbewerb so rum. Aber so während der ganzen Interviews hat dieser ganze Steg da vorne keinen Sinn gemacht und man saß eigentlich unglaublich weit weg. Man musste sich irgendwie ganz vorne an die Seite hinsetzen, um den Star so ein bisschen zu sehen. Was ich aber gut fand, war, dass die zwei Kameras hatten. Die einen haben immer auf die Leute gezeigt, die Fragen gestellt haben, und die andere hat immer auf den Gast den Fokus gehabt. Und ja, Q&A-Panel heißt so viel wie, ihr könnt euch einfach hinstellen und Fragen stellen. Also, wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, keine Ahnung, welche Salatsorte Jennifer Morrison sein würde, wenn sie ein Salat wäre, könnt ihr das stellen. Stellt diese Frage bitte nicht, sie ist merkwürdig, aber in der Schweiz hat jemand tatsächlich gefragt, welches Gemüse sie ist, und sie hat gesagt, sie ist eine Karotte. Fand ich sehr lustig. Aber ihr könnt halt auch so schöne Fragen stellen, also, was weiß ich, ich habe zum Beispiel bei Nadja Hilke habe ich mich überwunden, eine Frage zu stellen, weil sie hat ja Luna and the 100 gespielt, und dann habe ich halt gefragt, ja Luna, also ein bisschen was zu der Charaktere. Ich will jetzt nicht so viel sagen, falls das jetzt spoilern sollte. Und das war halt eine unglaubliche Erfahrung auch. Also allein dieser Schritt aufzustehen und sich an dieses Mikrofon zu stellen, ist einfach schon eine unglaubliche Überwindung gewesen. Also mein Herz hat richtig geschlagen. Und ich bin ein bisschen, keine Ahnung, meine Temperatur ist auf jeden Fall gestiegen, weil ich so mega nervös war. Und dann steht man da an diesem Mikrofon und eigentlich ist es gar nicht so schlimm, bis der Fokus auf einen ist. Man sieht halt geradeaus diese Bühne, man kann quasi den Star draufschauen. Man sieht aber auch diese riesen Leinwand im Hintergrund, wo gerade der Fokus genau auf sich selber ist. Man sieht sich selber und denkt sich so, Gott, was hatte ich mit meinen Haaren gemacht? Aber das kann man natürlich nicht sagen. Und dann hast du halt so zwei, drei Scheinwerfer, die ganze Zeit auf dich knallen. Ist mega, mega warm darunter. Und dann hast du dieses Mikrofon, was extra für dich eingestellt wird. Und dann stellst du dich da hin und sagst so, hallo. Und in dem Moment, hörst du dich dreimal irgendwie in Stereo Doppel Triple Surround oder so. Das ist super konfus gewesen. Das heißt, man muss sich die ganze Zeit auf seine Frage konzentrieren, sie stellen. Wenn man es getan hat, ist man echt glücklich. Also ich bin super froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ich fand das sehr mutig dafür, dass ich eigentlich sowas nicht machen würde. Aber das jetzt als Erfahrung für euch auch, das kann man machen tatsächlich. Wenn die Session vorbei ist, also meistens haben die ja so eine halbe, dreiviertel Stunde, wo die auf dieser Couch sitzen, beziehungsweise den Hockern, und die Fragen gestellt bekommen. Wenn die Zeit vorbei ist, sagen die es meistens an, dass jetzt noch die letzten zwei Fragen sind. Man hat auch die Möglichkeit, mehrere Fragen gleichzeitig zu stellen. Es gibt aber den Zeitpunkt, wo sie dann sagen, ja, die fünf Leute, die jetzt noch da sind, sind die letzten, die Fragen stellen, aber bitte nur noch eine pro Person oder so. Das gibt es halt wirklich. Aber da könnt ihr schon mal so ein bisschen drauf einstellen, dass es diesen Faktor gibt und geben wird. Aber so prinzipiell fand ich das eine sehr, sehr coole Erfahrung, und ich glaube, das wird so am prägendsten sein von dieser Convention. Zusätzlich zu dem, dass überall Merch-Stände waren. Ja, es war meine erste Comic-Con. Ich fand es gut, sanft eingeführt worden zu sein, weil
es nicht so voll war. Es war vor allem weniger voll, als ich erwartet hätte. Mir wurde aber auch schon gesagt, dass es für eine Convention eigentlich deutlich, deutlich leerer war. Also bei den normalen Conventions scheint es voller zu sein. Kann ich jetzt nicht sagen, keine Ahnung. Aber ich bin echt gespannt, weil jetzt weiß ich, was mich erwarten wird. Denn Ende Juni fahre ich nach Paris zur Once Upon a Time Convention. Das packe ich immer noch nicht. Ich habe jetzt mittlerweile das Hotel gebucht, mir fehlt nur noch das Zugticket. Und das wird eine Hotel-Convention werden und da bin ich gespannt, wie die sein wird. Weil mir wurde schon gesagt, die wird deutlich, deutlich familiärer und ich fand das jetzt schon ziemlich familiär. Also es klingt komisch, aber wenn ihr da seid, wisst ihr, was ich meine. Weil man hat irgendwie das Gefühl, es ist nicht, also dadurch, dass es nicht so voll ist, hat man das Gefühl, dass es alles so ein bisschen intimer ist. Die meisten Leute kannten sich dann halt irgendwie untereinander und es waren super, super viele Cosplayer da, was ich super geil fand. Ja, aber ich bin gespannt, was in Paris passieren wird. Und da ich kein Französisch kann, wird das noch viel, viel besser. Das war mein Recap zur German Comic Con. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao. We do have a little bit of a surprise for you. Uh-oh. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jennifer. Happy birthday to you. Happy birthday, Jennifer. Happy 21. Finally!